Hallo und willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. So, ich hab's immer noch nicht verkraftet, dass mein Pferd letztes Mal draufgegangen ist und vor allem, dass ich mir neues kaufen muss. Hat sich gar nicht gelohnt, den Goldbarren zu holen. Na, egal. Wir schauen mal, dass wir hier zum Fenster gehen, in Emerald Ranch unsere Vorräte wieder auffüllen, das Büffelfell loswerden, das hinten auf meinem Arsch liegt, auf dem Arsch meines Pferdes. Und dann schauen wir mal, dass wir wieder ein schönes neues Pferd bekommen. Ach, das tut mir so leid. Ich wusste gar nicht, dass man mit Gatling-Gun so weggemäht werden kann. Na, egal. Und dann würde ich sagen, sobald wir das neue Pferd haben, macht mal weiter mit den schönen Hauptmissionen. Obwohl hier in der Nähe ist auch noch eine Mission. Was bist du denn? Ein Fuchs? Ja, den sehen wir uns doch an. Fuchs habe ich, glaube ich, auch noch nicht erlegt. Ich glaube, das wäre auch mal sinnvoll. Beziehungsweise, gut, wir haben den legendären erlegt. Das wird so oder so als Fuchs zählen, schätze ich mal. Da ist ein verwestes Schaf. Hat doch da gar nichts zu suchen. Ach, Tiere sind seltsam, Mann. Tiere sind seltsam. Na nee, gut, auf zum Fenz. Obwohl, ich habe gerade gesehen. Acht Dynamit, ich bin ja voll. Na egal, können wir vielleicht ein bisschen was zumindest verkaufen. Und ich will ja auch hier mein Fell loswerden. Ach, die haben hier gar keinen Metzger oder Fellenthusiasten. Ja, vielleicht schauen wir, ob wir den Trapper hier finden. Also der ist nicht hier in der Nähe, aber auch nicht so fern. Haben wir uns mal nicht verstanden? Ich kann mich nicht erinnern. Dann will ich einmal verkaufen. Oh ja, hier. Goldene Taschenuhr. Nur weg damit. Nee, geh mal lieber auf Ausrüstung. Letzte Taschenuhr. Und ja. Nur $500. Das Pferd kostet 800. Ach, scheiße, ich hab den Stift verkauft. Ist egal, ist egal. So. Dann schätze ich, bringt das hier aber nicht mehr viel, in die Richtung zu gehen. Ach, da ist die Mission, die ich meinte. Wirt L. Nee, Albert Mason. Der macht wieder schöne Fotos und bringt sich in Lebensgefahr. Da wollen wir ihm doch gerne bei helfen. Also, dass er am Leben bleibt. Nicht, dass er sich in Lebensgefahr bringt. Ach, so eine Kuh sieht echt schmackhaft aus. Bist du hier ein? Nee, du bist nur ein Morgen. Brauche aber einen schwarzen Araber. Nee, gut. Oh, da war wieder ein süßer Hund. Ist das ein schwarzer Araber da? Weil ich nehme die auch geklaut oder vom Lastwagen gefallen. Bist du ein guter Hund? Ja. Pass mal auf mit den Pferdehufen. Oh, mein Pferd hat es, glaube ich, den Hund ein bisschen getreten. Kentucky Settler. Eine Katze! Hat man auch nicht. Also, ist ein Settler. Hier ist ein Grabstein. Entfernen Ochsenfell will ich gerade nicht. Joshua Burgess. Aus Versehen erschossen. Ja gut, das passiert den Besten. Das passiert wirklich den Besten. Arthur, ich habe die Aufsteigetaste gedrückt. Mach mal. Okay. Dann kann es weitergehen. Dann machen wir doch mal ein paar schöne Fotos. Oh, hier gibt es noch mehr Gräber. Interessant. Ist mir früher hier nie so wirklich aufgefallen. Da kommt jemand mit einem roten Shirt. Vielleicht lohnt sich es, den zu überfallen. Vielleicht auch nicht. Wir schauen uns das mal näher an. Hallo, Sirs. Hi. Mister? Oh, die sind freundlich. Morning to you. Die sind doch freundlich gewesen. Ich mag's, wenn man mir zuwinkt. So, da ist sein Gaul. Zumindest gibt's hier keine Krokodile. Hoffe ich zumindest. Gleich geht er auf Entenfotografie. Alles gut, alles gut, alles gut, Pferd. So. So, you're still alive. Mr. Morgan! How are you? Indigestible, apparently. Aside from that, very well. How's the project going?
Well, this is God's country, and I am his faithful servant. Ja. Though perhaps not his most talented one. Ja. I have been trying to capture the grace of the wild horses here for weeks. Only the buggers can't stand me. Mich auch nicht. That is a silver dapple pinto. I know. Beautiful. Won't come anywhere near me, of course. He can smell my stupidity. How about I drive him over? That might help. Can you be bothered? I feel like such a blunder. Natürlich. Wir brauchen neues Pferd. At least this time I doubt I'll get eaten. Oh, ich hoffe, das ist jetzt nicht so makaber, dass er jetzt tatsächlich von was gefressen wird. Das wäre böse, aber das wäre witzig, wenn er gerade bei der Wildpferdefotografie aufgeht. Manchmal ein bisschen merkwürdig. Aber ich finde ihn toll. Oh, das wäre so witzig. Ja, wir schauen mal. Aber ich glaube, das ist dann hier auch ein selteneres Pferd. Vielleicht bekommen wir es dank der Mission. Dann wäre es ja nur halb so schlimm, dass mein guter Hengst einfach weggemäht wurde. So. Wie weit sind denn die Wildpferde schon entkommen? Hinter dem Baum habe ich auch einen Grabmarker gesehen oder ist es ein Wegmarker? Ich weiß es nicht. Up, up. Come on, horses. Easy there. Los, los, Jungs. Hey, das erinnert mich an die Schafmission. Come on. Ein Mustang? 69er? Ach, ich mag diese alten Muscle Cars. Keep moving. You want your likeness taken? Go there. Ich finde das Silberne aber tatsächlich nicht so schön. Ja, wenn selten ist, wollen wir es trotzdem behalten. Wir können es ja im Stall parken. Move it up. Let's make you all famous. Nein, nicht, dass er niedergetrampelt wird. Der arme Typ. Ich hab hier das noch nie gemacht, also. Oh nein. Oh, das ist filmreif. Wenn er die von vorne fotografiert, das wäre echt filmreif. Go on now, Ollie. Los, Jungs. Go, go! Bin überrascht, dass sie nicht einfach von mir weglaufen. Vielleicht sollte ich mal wieder duschen. Aktuell dürfte ich riechen wie einer von ihnen. Go on. Look pretty doing it. Die sehen doch schon pretty aus. Oh, Vorsicht vor dem Zug. Los, Jungs. Needles. Now run! Yeah, yeah! Ja, go on! That's it! I've got it! Yes! Sehr gut. Und jetzt müsste ich eigentlich das Pferd fangen. Ich glaube, die spawnen, wenn ich jetzt nicht hinterhergehe, oder? Schauen wir mal. Da stehen sie auf jeden Fall noch. A genius. No, Dankeschön. But I can ride a horse. Well, in my world, that makes you a genius. You're too kind. So how are the photos coming along? Oh, amazing. Here, I have a print of the wolves. Oh, den will ich sehen. Before they try to eat us. Hmm. It's for you. That's real fine. Well, thank you. Dankeschön. Ja, danke Take für care, das Foto. Mr. Mason. Das ist echt gut you geworden. Too, you too. Kommt schon Pferd. Hier müssen wir es fangen. Also schlecht im Fotografieren ist er nicht. Das mit den Wölfen war bedrohlicher für mich. Ja, ja, ich steig kurz auf mein Pferd. Dann schauen wir mal, ob wir die Rasselbande finden. Easy there, girl. Ja, ja, sag das nicht so oft. Du musst es dir nicht selber jinxen. Verdirbst dir nicht selber, Mann. Ich mag dich irgendwie. Ja, schade, wenn du stirbst. Alles gut? Alles gut, Pferd? Nein. Ich hab's gewusst, dass sie nicht mehr da sind. Ich hätte sie gleich heiraten sollen.
Nee, ich hätte sie gleich fangen sollen. So ein Mist. So eine Chance bekomme ich kein zweites Mal heute. Ah, muss ich doch Geld ausgeben. Ja, guten Morgen. Ich habe schlechte Laune jetzt. Können doch nicht einfach so weghoppeln, die Scheißpferde. Aha. Na gut. Wenigstens sind wir gerade in einer schönen Landschaft unterwegs. Ich habe interessante Häuser aus dem Augenwinkel gesehen, die wir kurz besuchen. Mal sehen, was da so los ist. Ja, ist gut, mein Pferd. Bist ja kein schlechter. Ja, du bist auch kein Luxus-Premium-Pferd. Du bist mein Anfängerpferd. Ach, hier waren wir schon. Das waren doch die kultigen Selbstmordopfer hier, die sich vergiftet haben. Da brauchen wir nicht nochmal rein. So, dann würde ich sagen, jetzt wird es endlich mal Zeit, den Trapper zu finden. Der ist in Richtung Strawberry. Dann machen wir das einfach noch. Kann ja nicht sein, dass es jetzt... doch, das ist Episode 40. Alter, das ist Episode 40. Und ich habe den dämlichen Trapper noch nicht gefunden. Ja, ich reite auch nicht so viel frei umher, wie ich das früher gemacht habe. Oh, du bist kein... Du bist auch ein Eselhase. Du siehst aber schön aus. Nicht so schön wie die Hasen, die immer am Ende von meinen Videos kommen. Wo haben wir denn Warmint? Warmint, Warmint, da. Stehen bleiben. Du bist verhaftet. Ja, jetzt verhaftet. Hoffentlich hat er noch 3 Sterne, sonst will ich ihn nicht mehr. Alles gut, wo liegst du denn? Direkt vor mir. Laut Minimap. Ach, wahrscheinlich im Gebüsch. Da bist du ja. Und du hast noch 3 Sterne. Ja, wunderbar. Nein, zeig mir doch sowas nicht. Ich mag Hasen doch so sehr. Gut, den jetzt nicht mehr. Die müssen schon Fell haben. Okay, my girl. 1 von 3 perfekten Hasenfällen. Na, also, hat sich gelohnt, dafür anzuhalten. Da haben wir ein Lagerfeuer. Das sieht nicht aus, als wären das O'Driscolls. Zumindest steht nur ein Pferd rum. Wir bedienen uns einfach mal einem schönen Sniper-Rifle und schauen uns mal die Sache an. Oh, ist das Micah? Den könnten wir ausschalten. American Paint... Sieht interessant aus, das Pferd. Fernglas? Hallo? Achso, wahrscheinlich hier. Da kann ich zumindest ranzoomen. Ach komm. Das Pferd kann ich nicht von hier erkennen. Sieht interessant aus, aber mein Fall ist es nicht. Mein Fall ist es nicht. Na gut, dann Richtung Strawberry. Oh, look, a Strawberry. Ah, hier sind die Pferde. Okay. Zumindest ein paar davon. Oh, das. Was bist du? Was bist du? Ein Pferd, okay. Englisches Vollblut. Apfelschimmel, rentauglich. Okay, das sind nicht ganz die Pferde, die ich im Sinn hatte. Ah, schon einen Apfelschimmel nehme ich. Ja, irgendwie die Woche, als ich es aufgenommen habe, hier hey there, boy. Auf TikTok im Trend. Oh, a Strawberry. Oh, a Strawberry. Irgendwie mag ich das. Hilft nicht, dass ich so Erdbeereis gerade, Erdbeerwassereis da habe. Nennt mal, glaub, Brainrot, was ich da habe. Einfach... Ja... Hirnschaden. Ich doch gut. Du bist doch voll im Blut. Ja, du bist ein schönes Pferd. Bist mir zwar nicht so lieb wie mein Vorgängerpferd, das leider im Einsatz gefallen ist. Ja, trotzdem. Dich parke ich in meiner Garage und hole dich ab und zu zum Rennen raus. Ja, ja, das mache ich. Ja, komm. Hier sind die Zuckerwürfel. Ich habe aber auch Peitschen. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig. Bist du ein Schönling?
Kann ich dich streicheln? Kann ich dich streicheln? Ja. Meine Hand ist voller Blut. Warum auch immer. Und... Doch, meine Ausdauer reicht. Vorsichtig. Vorsichtig, Arthur. Bleib drauf. Bleib drauf. Das Pferd macht komische Sachen. Komm schon. Komm schon. Aha. Nichts leichter als das. So, dann schauen wir mal. Ah, die sind wahrscheinlich auf meinem Sattel hier. So, das ist ein normaler Tennessee Walker vor mir. Wahrscheinlich. Ah, die ganzen Sachen sind auf einem anderen Pferd, das ich eigentlich die ganze Zeit rufe, das aber irgendwie nicht kommt. Merkwürdig. Ja, Tennessee Walker. Easy, girl. Good boy. Ja, gutes Pferd. So, jetzt kommt mein anderes. Okay, boy. Ich glaube, dem hier sollte ich gleich den Sattel überstülpen. Müsste es davor wahrscheinlich einfach festbinden. Da ist Emerald Ranch, zumindest die Farm vor Emerald Ranch, die wir auch noch besuchen müssen. So, ich muss hier Verbundenheitsstufe 1 erreichen, bevor ich mich traue abzusteigen. Sonst ist das Pferd weg. Ist es da hinten? Nee, das ist nicht Valentine. Valentine liegt zwar in die Richtung. Ah. Stufe 1 Verbundenheit. So, bleibst du hier, mein Kleiner? So. Dann nehmen wir hier mal hier den Sattel ab. Mit H. Easy, girl. Just taking this off. Ja. Es tut deinem Rücken gut. Und hier dem anderen, das tut deinem Rücken auch gut. Aufsatteln. Und schwupp. Wunderbar. Haben wir mal ein bisschen anderes Pferd? Ah, auch nicht schlecht. Und das Büffelfell trägt jetzt Ferdinand. Das ist auch wunderbar. Nur mal schauen, was da vor uns liegt. Was bist du? Ein Pferd. Das ist nicht ganz mein... Ein Morgen. Okay. Ich finde, du siehst jetzt nicht so besonders aus. Okay, boy. Du bist doch auch nur ein Morgen. Boah, ein Standardpferd halt. Brauchst du dich dann nicht so anstellen. Die Pflanzen, die kennen wir doch. Das ist Schafsgabel. Ist das Schafsgabel? Man hat doch schon so oft gesammelt. Ja, ist Schafsgabel. Essen wir mal ein Stück Schafsgabel und dann geht's auf zum Trapper. Und dann geht's auf zur Hauptmission. Okay, Gesetzeshüter vor uns. Nehmen wir mal hier die Desert Eagle. Ich weiß, es ist keine Desert Eagle. Was habt ihr mit dem armen Gefangenen gemacht? Servus. You're alright, boy. Was haben wir denn hier? Auch eine Farm. Keep clear the wagon, sir. Warum? Den habt ihr gefangen? Hier ist mir ein bisschen zu unruhig. Ich würde sagen, wir passieren hier die Farm, dann gibt es nicht so viel Zeugen. Ah, sorry, boy. Ja, egal, ich gut mein Pferd. Mensch, hat der einen langen Stock gerade gehabt. Wie lange verfolgt man die denn? Ah, vielleicht bis oben. Ja, ich doch alles gut. Ja. Nicht, dass da hinten einfach nur wieder ein Driscoll drin ist. Da müssen wir wieder hier alles erledigen. Komm schon. Reitet mal schneller. Gibt's doch nicht, dass hier überall Zeugen sind. Nein, nehmen einfach die halbautomatische. Sind so viele Feinde. Der hat einen schönen weißen Hut, den klaue ich mir auf jeden Fall. Wir dürfen ihn nur nicht so verkleckern. Der hat auch einen weißen Hut. Easy.
So. Ja, ist ja alles gut. Ist ja alles gut. Das Wichtigste zuerst. Na also. Arthur hat Stil. Ich renn mal ein bisschen. Was willst du? Hä? Wieso? Ich bin doch kein Arsch, ich befreie dich. Was hast du gemacht? Oh, you ain't gonna like what happens next. Das habe ich gerade bekommen. So ein Mist. Oh, und jetzt ist das der Zeuge. Keine Zeugen. Ja, ist doch alles doof gelaufen. Ja, ist doch alles doof gelaufen. Zumindest habe ich einen neuen Hut. Also manche Kriminelle sind nicht ohne Grund hinter Gitter. Ja, ja, gegen meine Ehre. Einfach gegen meine Ehre. Wenn das Spiel nicht zulassen will, dass ich Zeugen umbringe, muss es die unsterblich machen. So. Jetzt ohne Umschweife zum Trapper. Ich leg mal einen Wegpunkt an eine wahrscheinliche Stelle, wo er ist. Hier unten. Entweder hier oder da oder irgendwo in der Nähe. Leg mal da einen Wegpunkt hin. Und dann reiht man das Pferd mal kurz ein. Und noch eine Schnellreise machen, aber es passieren so viele Welt-Events. Ein bisschen leid tun, die zu verpassen. Ich doch gut, meine Horsies. Meine kleinen Pferde. So. Hier fangen wir im Moment kein Beef an. Aber der Hut gefällt mir. Ich glaube, wir haben alles richtig gemacht in der Episode. Neues Pferd, neuer Hut. Hier wird es sich lohnen, mal so eine Brandbombe reinzuwerfen. Nur um zu schauen, was passiert. Ja, man merkt, dass das Pferd noch ein bisschen schüchtern ist. Jetzt könnte ich ihm eigentlich bei Reisegeschwindigkeit ordentlich einen Zuckerschock verpassen. Besser als einen Center-Schock. Zuckerwürfel? Nein, kein Zuckerwürfel mehr. Ja, dann. Dann frisch eine Himbeere. Besser als nichts. So, ich würde sagen, wir können... Was ist denn da oben los? Sind das Schatten oder sind wir das Pferd? Oh, ich würde sagen, das sind nicht gut gerenderte Steine im Moment. Bin ja auch noch viel zu weit. Ja, die Himbeere hat geschmeckt, was? So, hier ist noch ein Lagerfeuer. Ah, die O'Driscolls haben wir eigentlich vertrieben aus der Region. Zumindest alle Lager so in der Nähe. Ja, ist auch nur ein Zelt. Mit einem interessanten weißen Pferd, zumindest so wie es jetzt aussieht. Einen weißen Araber haben wir ja schon. Nichtsdestotrotz wäre der ein bisschen was wert. Nee, ist kein weißer Araber. Das ist ein Appaloosa. Das erkenne ich sofort. Hey, der hat auch einen weißen Hut. Der Typ hat Geschmack. Kann man nicht anders sagen. So. Zum Trapper. Ich habe hier echt sowas wie ein ADHS-Gehirn in dem Spiel. Habe ich manchmal auch sonst, dass ich mich nicht auf eine Sache fokussieren kann. Aber in dem Spiel, das macht es mir extrem schwer. Nämlich so viele coole Dinge zu tun. Da muss ich mich teilweise echt zusammenreißen, dass ich mich an meinen Plan halte. Habt ihr vielleicht schon gemerkt. Oh, das klingt immer gut. So ein actionreiches Leben wäre für mich überhaupt nichts. Auch so ein Cowboy-Leben nicht. Ich mag den Komfort der Moderne. Ja, ich dachte, hier unten gäbe es vielleicht was Interessantes. Da steht ein Pferd. Was ist denn der Besitzer? Ah, der wird wahrscheinlich Rast machen. Der ist er.
Hey, wer rastet, der rostet. Ja. Das hat ihm einfach mal jemand sagen müssen. So, dann würde ich sagen, geh mal wieder über die Eisenbahnbrücke. Das ist so ein bisschen Red Dead Redemption Roulette. Ob man es schafft oder ob einem volle Kanne einen Zug wegmäht. Irgendwie muss ja Aufregung sein. Boah, schöne Berglandschaft. Wirklich, wirklich schöne Berglandschaft. Ich brauche noch ein Thumbnail für die Episode. Aber die Beleuchtung ist gerade so komisch. Zoom mal ran an dich, Arthur. Na, ich glaube, ja, das wird's nicht. Ah, vielleicht sollte ich auch mal mit dem Fotomodus machen, aber das kostet dann noch extra Zeit. Das ist nicht ganz so leicht. Vor allem hat es dann eventuell nichts mit der Episode zu tun. Gibt da schon ein paar Faktoren, die man bedenken sollte. Der Trapper war eher auf dem Berg. Das heißt, wir gehen schon da hoch. Irgendwo muss der stecken. Und außerdem haben wir links, waren wir jetzt schon, glaube ich, 2-3 Mal dort an der Hütte. Und jedes Mal bin ich auf... kann ich mir reden? Bin ich aufs Neue verwirrt. Ja, ja. West Elizabeth. So heißt die Region, in der wir gerade angekommen sind. So. Komm raus, Trapper. Ja, irgendwas mache ich noch falsch. Ach, da ist er. Wusste ich doch, dass du hier in der Nähe hockst. Selling. Verkaufen. Okay, let's take a look at it. Ochsenfell, Hirschfell, Wildschweinfell, anderes Fell, Wildschweinstoß, Ochsenhorn, Wildschweinstoßzahn, Kleinwildfleisch behalte ich. So, und was hast du zu kaufen? Zum Verkaufen? Gegenstände. Ah, Gerüstzinturm. Wahrscheinlich gar nicht so viel anderes als Ding, der in Saint-Denis, aber so eine Bärenmütze. Oh. Okay, nehme ich. Aber wir haben doch noch was anderes. Nicht Raubtier, Traumfänger, Hirschbock. Haben wir den Hirschbock schon? Ich glaube nicht. Todesrolle. Zureiter, das ist auch ein cooler Hut. Was brauche ich? Kojotenfell perfekt für... Ah. Ein Wapiti-Fell. Die sind da vorne hier lang geritten. Ja, ja, alles gut. Ich hatte doch so einen schönen weißen Hut und jetzt ist wieder alles für den Arsch. Glaubt er, da nicht mir gehört, ist er jetzt auch nicht mehr zugreifbar. Lauf mal halt ein bisschen mit Bärenfell rum. Easy boy, you're okay. So, dann wäre die Frage, schauen wir nochmal kurz in... Oh, a Strawberry vorbei. Vielleicht. Außerdem würde ich das hier hinten mal gerne aufdecken. Mach mal doch einfach mal einen Wegpunkt da. Gehen nach Strawberry. Die haben eh noch ein Kopfgeld-Poster für uns. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut. Und dann können wir die Kopfgeldmission machen. Und dann geht es aber wirklich Richtung Hauptmission. Es darf ja hier nichts auf der Strecke bleiben. Oh, Zug, Zug, pass auf! Pass auf! Wir haben es geschafft. Hätten beinahe ein Reenactment aus Schuh des Manitus gemacht. Nur nicht mit Mauleseln. Hui. Ist es gut, dass das gut gegangen ist. Was ist los? Oje, 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 wo ist er? Scheißpistole einfach nicht. Das ist wie mit Desert Eagle im Spiel. Ah, jetzt ist er tot. Oh, du armer Mann. Das ist nur eine Fleischwunde. Hier ist eine Arznei. Alles gut, alles, alles gut. Ich bin ein Bär. Freundlicher Nachbarschaftsbär. Und was willst du von mir? Get
Wach bleiben. Oh, ich war zu langsam. Scheiße. Hätte mal die Geruchstarnungstinktur benutzt. Also einen Wolf zu töten mit so einer M1899 schießt genauso furchtbar wie Desert Eagles, wollte ich sagen. Egal in welchem Spiel es eine Desert Eagle gibt, ich treffe damit nicht. Was bist du denn überhaupt für ein Wolf? Bestimmt kein guter. Nicht so wie ich dich getroffen habe. Beziehungsweise nicht getroffen habe. Wir schauen uns das trotzdem mal an. Können die Schmetterlinge im Hintergrund beobachten. Die ja wahrscheinlich nicht einfangen können. Tja. Schlechtes Wolfsfell, weg damit. Aber ein Wolfsherz haben wir bekommen. Tja, Pferd durchsuchen. Ja, Arthur direkt durchlaufen. Und hat sich das gelohnt, der Djinn. Es hat sich nicht gelohnt. You're okay, boy. Was ist das eigentlich für ein seltsames grünes Gewächs hier? Dieses hier so eine Ansammlung? Das sieht schon cool aus. Mit dem Regenbogen, dem Nebel, der Riesigkeit, wie auch immer ihr es bezeichnen wollt. Sieht nicht schlecht aus hier. So, da komme ich nicht rüber. Das ist schlecht für mich. Gut für mein Pferd, wenn ich das nicht versuche. Ach, hier oben, komm mal rüber. So, also schlechtes Wolfsfell braucht man echt nicht. Die bräuchten gutes Wolfsfell. Da hätte er sich aber nicht so anstellen sollen. Ein nicht perfekter Eselhase. Ich schätze mal wilde Möhren. Was bist du denn für ein Strauch? Ja. So viel Lichtveränderung hat der kleine Schritt hier doch eigentlich nicht verdient gehabt. Das ist definitiv eine Möhre. Die erkenne ich auf einen Meter Entfernung. Bin ich voll? Bin nicht voll. Irgendein Loch für eine Möhre finde ich doch immer. So, da hinten weiß ich nicht. Ich glaube, wenn wir da rüber gehen, dann verfolgen uns Pinkertons. Ein Teil davon können wir aufhalten, aber bei weitem nicht alle. Ah, wahrscheinlich können wir alle aufhalten. Ah, dann muss ich wieder so viel Munition auffüllen. Hey, wieso läufst du mit Waffe rum? Howdy. Naja, ich hau dir auf die Fresse. So, alle Pferde sind hier. Vielleicht haben wir hier irgendeine Höhle. Aber wahrscheinlich nicht. Ich glaube, in dem Gebiet war ich echt selten. Ja, wenigstens hat Arthur gute Laune. Das wäre ein cooler Campplatz hier. Also wirklich zum Campen, nicht um Dutch Vanderlins Gang hier unterzubringen. Ich glaube, die Brücke ist kaputt. Dann braucht man gar nicht versuchen. Na gut. Dann nehmen wir halt die szenische Mountain-Route. Bergroute. Ach, mein Englisch ist manchmal furchtbar. Beziehungsweise ist ja nicht Englisch, sondern meine Vermischung. Good boy. Der Sprache innerhalb eines Satzes, das wird sich aber nicht mehr ändern. Das ist also Blackwater da hinten. Und hier sind ein paar ganz gute Pferde da unten. Naja, es geht so. Es geht so. So, da ist noch so ein... Hier war man doch, das ist doch einfach die Zugstation. Nee, da sind keine Schienen. Was ist das denn hier? Hier war man noch nicht. Ich noch nicht. Hallo? Jemand zu Hause? Ist jemand in der Mine? Ich bin ein Bär. Und vor allem, ich bin bewaffnet. Nee, das sieht nicht aus wie eine
betretbare Mine. Ich dachte zuerst. Da oben liegt bestimmt noch so eine Zigarettenkarte. Ansonsten wüsste ich nicht, warum sie eine Leiter hier hingemacht haben. Dann können wir kurz das zerstörte Haus noch ansehen. Hey, enttäusch mich nicht, Spiel. Gut, so bin ich hier. Oh. War nicht die erste Leiter, die mich betrogen hat. Und es wird nicht die letzte sein. Mein Deadeye ist aber ziemlich am Arsch. Und da gehört es definitiv nicht hin. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen besaufen. Oder gesalzenes Wildfleisch. Das hilft natürlich auch. Hm? Das hat nicht geholfen? Ja, dann her mit dem Gin. Der Gin des Lebens. Das wäre ein guter Episodentitel. Ich werde mich leider nicht dran erinnern können. Schreibt's unter die Kommentare, wie die Episode, wie ich die eigentlich nennen wollte. Nee, da wird nichts im Kamin sein. Da komme ich ja nicht mal ran. Ach, Nudelsalat. Und ich habe gedacht, das wäre jetzt mein großer Durchbruch hier im Looten. So ein Käse. Vielleicht sitzt ja noch jemand hier im Scheißhaus. Ist, glaube ich, nicht mal ein Scheißhaus. Das ist nur ein Scheißhaus. Okay. Dann rauf aufs andere Pferd und ab nach Strawberry. Oh, look, a Strawberry. Tut mir leid. Das geht nicht raus für eine ganze Weile wahrscheinlich noch. Jo, Vorsicht, ich bin ein lieber Bier. So, das haben wir jetzt hier durchsucht. Dann gehen wir doch einfach da Richtung Stall. Obwohl ich natürlich auch das Fort mir ansehen wollte. Wie ist es denn? Wo ist es denn? Ist es Fort? Nee. Irgendwo da vorne links. Ah, hier. Da waren wir doch schon. Ach so, das war nur das Indianer-Ding, wo man echt nichts machen konnte. Was mich ein bisschen überrascht hat. Also nicht mal auf irgendwie festhalten im Block. Mensch, der war aber auch unentspannt. Wahrscheinlich, weil ich gerade so gruselig aussehe. Boah, jetzt wird es aber so langsam richtig dunkel. Komm schon, verschwinde, Sonne, dann. Das ist zumindest einheitlich dunkel, dann blendet es nicht so. Dann sieht man irgendwie doch besser in dem Spiel. Ah, ich würde sagen, es geht jetzt. Eselhase. Aber kein guter. Da brauchen wir noch zwei Stück. Zwei perfekte Häschen. Wie gesagt, so perfekt wie die hinter mir werden sie nicht sein, aber... Für das im Spiel wird's reichen. Here, okay, boy. Hier ist auf jeden Fall der Stall. Können wir mal schauen, was die zur Verfügung haben. Außer Pferdekacke en masse. Und dann können wir auch mal schauen, wie viel das Pferd, das ich gerade habe, wert ist. Ich glaube, mindestens 6 Dollar. Ich mag's, dass du mein anderes Pferd mir folgt. Ah, 12 Dollar. Space for you if you need stabling. Tennessee Walker? Du bist nur ein Tennessee Walker? Stallen. Name. Da steht Namen eingeben. Hab ich gemacht. Namen. Das ist echt nur ein... Ich dachte, das wäre was Besonderes. Jetzt ist es was Besonderes. Namen, www. Now that's a proper name for a horse. Nein, das ist kein proper name for a horse. Nee, das ist doch mein... Wieso sieht das jetzt anders aus? Nee, da, englisches Vollblut, das ist gerade Aufrüsten.
Natürlich aufrüsten. Ausrüstung. Eine Schlafdecke. Pflegeleistung. Hier, das ist doch mein neues Pferd. Englisches Vollblut. Und es ist ein Junge. Oh, wie nenne ich das? Charles oder so. Nee, so heißt ja einer aus dem Camp. Gott, ich bin echt schlecht, was Namen angeht. Speedo. Also, das geht nix. Wird ich gesponsert werden? Könnte da ein Sponsorname drinstehen? Ach, ich sponsor mich selbst, das heißt... Nee, ich kann es nicht introvertiert nennen. Es tut mir leid, Namensfindung ist nicht so mein Fall. Kann es ja später umbenennen. Na, Sanje. Warum Good nicht? Choice. Ja, ich weiß, gute Wahl. Ich kann kein Pferd kaufen. Ach so, weil ich zu viele habe. Pancake behalte ich. Den Tennessee Walker, den können wir verkaufen, obwohl es echt ein schönes Pferd ist. Aber wir haben ja jetzt ein anderes, das gerade nicht drin steht. Pferde kaufen. Andalusia. Niederländisches Warmblut. Englisches Vollblut. Oh, das sieht auch interessant aus. Mehr wie ein Zebra, aber so sollte unseres doch auch aussehen. Pferde im Besitz verwalten. Ich würde gern auf die Lasagne rauf. Satteln. Dankeschön. Tschüssikowski. Satteln war meiner Meinung nach, dass ich jetzt auf das Pferd rauf darf. Wollt hier nicht zu Fuß rauslaufen. Pferde im Besitz verwalten. Oh, mein süßes Pancake. Lasagne. Aufsatteln. Und Pferdevorräte. Wir brauchen wieder Zucker. Zuckerwürfel. 1 von 3. Okay, jetzt haben wir alle. Pferdewecker brauchen wir nicht. Das darf aufstehen, wenn es ihm recht ist. Ja, ich würde auch sagen, dass es ein guter Job war. Hier ist ein Wagen. Ah, ein Auftrag, wo ich einen Wagen überfallen kann. Oh, look, a strawberry. Da ist Strawberry. Ah, sieht bei Nacht schon genial aus. Nein, ich habe aber den Bär erledigt. Ich bin nun mal ein gerissener Bursche, würde ich sagen. Vorsichtig, vorsichtig. Lauf doch nicht in der Mitte. Danke, ich bin nicht horny. Das musste mal gesagt werden. Mensch, der Zeitungsjunge macht aber auch einen guten Job. Ich würde sagen, wir nehmen uns hier ein schönes Zimmer und schlafen und baden eventuell mal. Das hat Arthur noch nie in seinem ganzen Leben gemacht. Außer wenn er unfreiwillig im Fluss vom Pferd gefallen ist. Das kann nicht schlecht sein. Und mehr werden wir in der Episode auch nicht mehr machen. Nur so als Vorwarnung. Nicht, dass ihr enttäuscht seid, dass ich jetzt nur ein Bad nehme, dass ich nicht mehr so stinke. Darf ich einfach hier hoch? Oder muss ich von außen hoch? Die haben teilweise hier auch immer schöne Waschfrauen, die mir beim Einseifen helfen. Da muss ich nur irgendwie die Erektion verstecken. Aber bei der Größe ist es noch kein Problem. Ja, die behalte ich gleich an. So. Oh ja, das ist nötig. Da wird der ganze Schmutz weggehen. Also, wir wollen den Kopf waschen. Eine Kopfwäsche kommt sofort. Would you like help in here? Natürlich. Für 50 Cent immer doch. Das ist echt ein Service. Great. Now just sit back and relax. Dann lassen wir uns kurz durchschrubben. You let me know if you need a scrub anywhere else.
Ja, alles mal. Oh ja. Bisschen höher. Und nicht so Whenever hoch. You're done, just say the word. Alles gut, alles gut. I do not like getting older. Absolutely. Absolutely. Ich glaube, die will nicht mit mir reden. Aber hier der Champagner oder was? Das ist das große Glas. Das ist echt Luxus. Some parts of me probably ain't been this clean in months. Nicht nur in Monaten. Hat die Io gesagt? So, anderes Bein waschen. Die Firma dankt. So, how are you doing? Pretty good. Wurde ich gerade beraubt oder warum hat's... Also gesprächig ist anders. Noch einmal mördermäßig abmelken, bitte. Wo ist die Option? Gibt's nicht. Na gut. Okay, I don't think I'm gonna get much cleaner than this. Thank you. It was lovely getting to know you. Du hast gar nicht mit mir interagiert, so wirklich. Wenigstens sind wir mal wieder sauber. Kann nicht schaden, angenehm zu riechen. Obwohl, im Wilden Westen riecht wahrscheinlich alles gleich scheiße. Nothing like a good bath, huh? Sehr angenehmes Personal habt ihr. Ein Zimmer, bitte. Can I get a room, please? Room's ready whenever you need. Ist man da außen hoch? Nee, wahrscheinlich auch nicht. Ich hätte gern beides einfach auf einmal gebucht. Ihr müsst eure Angebote hier mal ein bisschen besser gestalten. Also wo geht's hier? Gleich links. Wunderbar. Dann hoffe ich nur, dass wir im Schlaf nicht ermordet werden. Oh, ich kann in den Spiegel sehen. Kommentieren. You ugly bastard. Hey. You're getting old. Old and kind of sad. No wonder they all leave you. Arthur. Sag doch nicht sowas, du bist mein Lieblingscharakter. Also, wir können uns erstmal umziehen. Finde das Outfit ein bisschen zu hochtrabend. Ja, eigentlich gefällt mir Revolverheld Sommer immer noch mitunter am besten. Die Leute durften vergessen haben, dass ich sie damit getötet habe. Melisani gefällt mir aber auch. Ich würde trotzdem sagen, wir nehmen Revolverheld Sommer. Was ist auf dem Pferd? Verfolger und... Nee, da tun wir was anderes. Hier, der Melisani oder der Rebell? Cavalier. Cumberland geht natürlich auch auswählen. Ich wollte es jetzt aus... Achso, muss ich... auswählen, dann Melisani, Cumberland aufs Pferd. Melisani ist auch auf dem Pferd. Ah, die sehen sich vielleicht zu ähnlich. Saint-Denis kommt runter vom Pferd. Britannia kommt raus aufs Pferd. Das ziehe ich jetzt an. Ah, okay. So, noch eine Kopfbedeckung. Arthurs Glücksspielerhut. Woher habe ich denn Glücksspielerhut? Ich bräuchte mehr Licht. Nee, die Schiebermütze nicht. Westernhut, Derbyhut. Abgegriffener Glücksspielerhut. Bieber Big Valley Hut. Ein bisschen heller. Obwohl ein dunkler Hut hat auch was für sich. Arthurs Glücksspieler. Ist der jetzt nicht auch abgegriffen? Panama Hut. Kirscher Hut. Big Valley Hut. Derby. Wir nehmen den abgegriffenen. Okay. Wird schon irgendwie passen. Mehr oder weniger. Na gut. Dann würde ich aber sagen, wir sind am Ende der Episode angekommen. Nächstes Mal geht's auf jeden Fall weiter mit der Hauptmission. Da machen wir auch direkt eine Schnellreise hin. Vielleicht machen wir davor noch das Kopfgeld, das hatte ich gerade vergessen. Hier gibt es ja ein Kopfgeld, das machen wir wahrscheinlich noch. Aber dann geht's weiter mit der Hauptmission. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.